Dann gibt es natürlich Yu-Gi-Oh! Gibt es noch? Da muss ich sagen, ich habe eine ganze Weile lang, also als diese Yu-Gi-Oh!-Hype kam mit, oh, ganz neu auf RTL 2, alle schauen sich das an. Ich konnte das nicht verstehen, ich habe das immer verweigert, weil das hat sich irgendwie total blöd angehört. Darius hat mir mal davon, also ich hat, muss ja dazu sagen, ich habe das noch nie gesehen, ich habe auch noch nie Werbung davon gesehen, gar nichts. Nur irgendwie hat mir der Darius dann irgendwann mal erzählt, ja, boah, der Yu-Gi-Oh! Der kämpft gerade gegen Pegasus und das ist voll geil. Ich dachte mir, hä? Was ist das für ein Müll? Der kämpft gegen Pegasus. Da kämpft jemand gegen ein Pferd. Das ist bestimmt so ein kitschiger Anime oder so. Aber nein, das war... Ich habe mir dann irgendwann, habe ich bei Darius zufällig eine Folge gesehen und habe gedacht, hä, die spielen ja Karten. Geil, das muss ich mir auch mal ansehen. Und bin dann ein richtiger Yu-Gi-Oh!-Fan geworden. Wobei ich sagen muss, die Folgen, wo er selber dann nicht mehr mitspielt, also die Serie, gibt es ja irgendwie... Ich habe 3 Staffeln mit Yu-Gi-Oh! Und die vierte, da tritt dann nur noch in der ersten Folge auf und schenkt der neuen Hauptperson irgendwie so ein fliegendes Kuribo, heißt es, glaube ich. Kuribo, glaube ich schon, ja. Und das war's dann. Seitdem ist er irgendwie zumindest in der ersten und zweiten Staffel, also in dieser ersten mit der neuen Hauptfigur und der zweiten mit der neuen Hauptfigur, ist er nicht mehr aufgetreten. Soweit ich weiß. Und da fand ich lieber mit Yu-Gi-Oh! Fand ich besser. Also mit dem Yugi. Dann gibt's noch Duel Masters, hieß es, glaube ich, oder Duel Monsters? Duel Masters hieß es, glaube ich. War ähnlich oder ist ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Da geht's auch um Kartenspiele. Aber ich muss sagen, da hat mich in der Hype nie so begeistert, weil ich habe da Yu-Gi-Oh! Angesehen und dachte mir, nee, schaust du lieber Yu-Gi-Oh! An. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir das dann. Ich habe zwar 1-2 Folgen mal gesehen und dachte mir, ja, das scheint nett zu sein, aber ist richtig. Ich will mir das auch irgendwann mal wieder ansehen, also alle Folgen. So richtig, naja, hat mich da, der hat mich erwischt. Was gibt's noch? Inuyasha gibt's? Wer von euch kennt Inuyasha? Das ist so ein richtig toller Anime. So, wie weit ebbt das jetzt ab? Nichts weiter. Ich glaube, ich grab mich dann hier einfach so nach hinten. Da, oder ich könnte mich auch da reingraben, das wäre auch was. Weiß ich noch nicht. Ich meinte jetzt aber nicht, ob hier ist, glaube ich. Ich glaube, hier irgendwo ist Redstone. Also Inuyasha, das ist ja schon. Also ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingsanimes. Ich finde es so schade, dass der bloß bis Folge 140 oder sowas ins Deutsche übersetzt worden ist und danach war Schluss. Ich habe wirklich jede Folge auf RTL 2 angesehen. Ich habe nicht eine verpasst. Da geht es halt drum also der Inuyasha, das ist ein Halbdämon. Sein Vater war einer der größten und gefährlichsten und mächtigsten und respektiertesten Dämonen, die es gab. Es war ein Hundedämon. Und er selber ist halt zum Teil dieser Hundedämon zur Hälfte, aber seine Mutter war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Und deswegen ist er halt zur Hälfte auch ein Mensch. Und da geht es halt auch um das... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Juwel der 4 Seelen? Irgendwie sowas. Oder 1000 Seelen, keine Ahnung. Und das ist aus Versehen zersplittert. Und... Da geht es ja auch... Eigentlich geht es auch eher um die Kagome. Weil das ist irgendwie die Reinkarnation von der Kikyo. Aber ich glaube, ich habe das Inuyasha habe ich auch schon seit 5-6 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß die Namen noch aus, bin ich krass. Also da geht es irgendwie um die Kikyo. Das ist, war eine Hohepriesterin, die hat dieses Juwel beschützt. Und Inuyasha, der hat dann die Kikyo beschützt. Und irgendwann wurden beide reingelegt, sodass er das Juwel in die Hand sodass jemand das Juwel geraubt hat und er hat das in die Hand bekommen. Und es sah so aus, als hätte er es gestohlen. Er wollte es auch oft stehlen, aber sie hat es auch immer verhindert und dann hat er sich in sie verliebt und dann hat er sie beschützt. Und dann sah es aus, als hätte er die Priesterin aber nur verarscht und dabei hat er das aber nicht. Und dann ist sie gestorben und mit ihrem letzten Pfeil, den sie geschossen hat, sie war nämlich eine Bogenschützin, mit dem letzten Pfeil, den sie geschossen hat, kriege ich das hin? Ja, geil. Hat sie ihn in einen jahrhundertelangen Schlaf irgendwie versetzt und dann kommt die Kagome,
die Reinkarnation der Kikyo und die belebt ihn irgendwie wieder und dabei wird das... Oh. Und aussehen in einem Kampf wird dann das Juwel der Tausends. Das Juwel einfach. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Wird dann zersplittert in unglaublich viele Einzelsplitter, also wirklich um die 1000. Und sie müssen jetzt das halt suchen. Die einzelnen Splitter suchen und das Juwel wieder zusammensetzen. Und darum geht's eben. Und natürlich um die Geschichte. Der Inuyasha ist ja eigentlich in die Kikyo verliebt. Die ist zwar tot, aber er verliebt sich dann in die Kagome. Aber jemand macht dann, belebt die Kikyo wieder. Allerdings hatte sie keine Seele, es war mehr nur noch ein lebloser Körper. Und sie hat dann versucht, der Kagome die Seele zu entziehen, aber das ging nur zum Teil. Und jetzt hat Kagome natürlich ihre Seele behalten, aber der Teil, der abgezogen wurde... Ich dachte, ich hätte ein Skelett gehört. Der Teil, der abgezogen wurde, hat geholfen, dass Kikyo sich wieder eine eigene Seele hat. Aber die musste sich halt jetzt irgendwie von Seelen ernähren, um am Leben zu bleiben. Irgendwie sowas. Und jetzt ist natürlich der Konflikt da zwischen Inuyasha, seiner alten Liebe Kikyo und seiner aktuellen Liebe Kagome. Und was er da macht. Und er ist sich natürlich... Und anfangs, als die... Also er hat sowieso erstmal gedacht, Kikyo... die Kagome ist die Kikyo, bis er dann irgendwann gecheckt hat, hey, Moment mal, die sind ja anders. Die sieht ihr zwar ähnlich, verdammt ähnlich, aber ist doch ein anderes Mädchen. Und als die Kikyo dann das erste Mal wieder auftauchte, da hat er sie immer wieder, die Kagome, immer wieder für die Kikyo gehalten dann. Okay. Ich muss den hier auch noch weghauen. Ha! Okay. So, wie weit geht das jetzt zurück? Oh, Red Sun ist frei. Gibt es noch mehr ab? Nee, und ich glaube, ich bin hier zu hoch. Ich muss da irgendwie entweder bei der Seite oder hier bei der Seite weiter. Das Red Sun hier ist mir noch zu gefährlich. Naja. Und ich finde es echt schade. Das wurde nach etwa 100 Folgen auf RTL 2 abgesetzt. Und ich fand das so richtig schade. Damals gab es noch ganz neu Premiere. Oder ganz neu, keine Ahnung. Es gab damals auf jeden Fall Premiere. Das war das frühere Sky. Hat sich irgendwie umbenannt, weil es Premiere pleite gegangen ist. Und das hat sich dann... Oder weil war pleite zu werden. Und das hatte irgendwie nicht so einen guten Ruf. Und dann haben sie sich umbenannt in Sky. Zumindest habe ich das so mitbekommen. Und haben firmenpolitisch ein paar Dinge geändert. Und dann lief das wieder ganz gut. Und ist ja heute auch noch so gut. Aber früher war das eben Premiere. Und dann hat mir ein Schulfreund gesagt, der hat mich total verarscht, weil ich hab dann irgendwann die japanischen Folgen gesehen und bis Folge 200 oder sowas habe ich mir die angesehen und danach hatte ich keine Lust mehr. Das war nämlich der erste Anime, wo ich japanische Folgen angesehen habe und da hatte ich dann keine Lust mehr und dann kam Detektiv Conan, da habe ich mir gedacht, okay, schau es halt einfach mal an, vielleicht lernst du ja trotzdem was draus, also natürlich mit deutschem Untertitel. Und dann kam One Piece und One Piece schaue ich ja heute immer noch. Nee, aber der hat mich total verarscht. Er hat dann irgendwann gesagt, ja, einen Monat irgendwie so nachdem das abgesetzt wurde, ja, sie haben sie endlich geküsst, Kagome und Inuyasha. Und ich so, boah, geil, endlich. Also ich habe mir das immer von ihm erzählen lassen. Mittlerweile weiß ich, der hat sich das alles ausgedacht. Und ich habe ihm das alles geglaubt. Naja. Was gibt's noch? Monster Ranger gibt's. Oh, das war's. Monster Ranger ist so ein toller Anime. Na, das war so super. Da leben nämlich die Menschen in einer Welt zusammen mit den Monstern. Und eigentlich leben sie ja in Frieden zusammen und die Monster sind kräftiger und natürlich und so weiter und leben als Beschützer auf Bauernhöfen und sowas oder als Arbeitsmonster sozusagen für Arbeiten, die den Menschen zu gefährlich werden und der Mensch macht halt so Feinheiten wie was weiß ich, keine Ahnung was. Ach,
Ich habe ja gar nichts. Stimmt, es spawnen ja keine Monster mehr. Und dann gibt es aber auch Monster-Turniere. Monster können trainieren, werden stärker, lernen neue Fähigkeiten, die sie dann auch weit einsetzen können. Und irgendwann, da geht es halt drum, da war irgendwann kam, da wurde von Menschen das ultimative Monster erschaffen. Der böse Mo. Und der war dabei, die gesamte Welt zu vernichten. Also haben sie ein anderes mächtiges Monster erschaffen, das gut sein sollte. Und das war der Phönix. Und dann haben Mo und Phönix miteinander gekämpft. Und dabei wurden sie irgendwie beide besiegt oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte mich jetzt hier weitergraben. Fies. Oh, oh. So. Läuft das jetzt ein bisschen ab? Nein, ich muss da wahrscheinlich noch weiter graben. Mist. Okay. Ja, und das war die Geschichte von früher und irgendwie hat der Mo aber seine Seele überlebt und hat eine neue Gestalt angenommen und versucht natürlich die Welt versucht seinen Körper zu finden, während er nebenbei die Welt unterjocht. Und der Genki, das ist ein Mensch in unserer Welt und Monster Rancher ist eigentlich nur ein Computerspiel für die PlayStation, für die 1 noch damals, die PlayStation 1, also wirklich die uralte, die erste. Und da sieht man mal, wie alt das ist. Und er wird aus Versehen in den Bildschirm reingezogen und landet plötzlich in der Welt der Monster Ranger. Und dann hilft er natürlich, gegen ihn zu kämpfen und er findet viele Freunde und irgendwann finden sie heraus, hey, so wie der Mo überlebt hat, hat auch der Phönix überlebt. Allerdings nicht in einem Stück, so wie Mo, sondern die Seele des Phönix wurde in 7 Teile zerrissen. Und um sie wieder zu vereinen, war noch eine 8. Zutat notwendig. Ein Enderman. Da möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern. Also ja, auf jeden Fall ist es ihnen dann halt gelungen, Mo zu besiegen. Den bösen Mo. Na, hieß er Mo oder Mo? Ich glaube, er hieß Mo. Der böse Mo. Also wirklich nur M-O. Sonst nichts. Der böse Mo. Mist, da komme ich nicht mehr hoch. Dann brauche ich hier einen Stein. Hey, habe ich einmal nicht mitgenommen? Was ist das für ein Blödsinn? Das war bestimmt wieder der Bug. Dass hier noch Lava-Eimer war und dann da drin plötzlich normal. So, jetzt muss ich da wieder hoch. Auf die andere Seite rüber. Hier ist alles weg mittlerweile. Alles. Das Holz hier ist auch bald weg. Bestimmt. Und dann gibt es noch Monster Rangers 2. Also am Ende von Monster Rangers wird der Genki natürlich in seine eigene Welt zurückgesogen. Obwohl er es gar nicht will. Weil er liebt die Abenteuer und so. Aber in Monster Rangers 2 ist es ihm gelungen, wieder zurückzukommen. Weil muss ich kurz sagen, wenn Monster sterben, dann sterben sie nicht einfach, sondern sie verwandeln sich in Monstersteine. So runde Steine und die kann man wiederbeleben, dann wird das Monster wiederbelebt mit all seinen Erinnerungen, aber die Fähigkeiten hat das alles vergessen. Also sie weiß noch, wie man sie einsetzt, aber sie kann sie nicht mehr einsetzen. Die Monster. Die müssen erst wieder ein entsprechendes Level erreichen, um sie einsetzen zu können. Oder, nein, andersrum. Sie wissen, dass es diese Fähigkeiten gibt, aber sie haben vergessen, wie man sie einsetzt. So rum. Und da ist halt dann dieser Monsterstein von dem bösen Mo, weil das war ja eigentlich auch nur Monster, aufgetaucht. Und es ging drum, den zu verteidigen und irgendwie herauszufinden, was man jetzt damit macht und so weiter. Und am Ende ist es dann so, dass irgendwie der Phönix und der böse Mo die Seelen sich vereinigen. Oder der Phönix, die Seele des bösen Mo,
berührt, keine Ahnung, irgendwie so, und dann werden beide zerstört. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt das das Böse dann nicht mehr so in der Form, weil Monster Rangers 3 ist meines Wissens bisher nicht mehr aufgetaucht. Knapp. Oh, da drüben aber. Nein! Oh, verdammt. Nein, nein. Diese verdammten Lags! Hör auf! Hör auf zu brennen! Ach, gut so. Ja, es ist sogar ein bisschen zurückgegangen. Aber das ist mir immer noch zu gefährlich. Okay. Naja, darum geht's bei Monster Rancher. Was gibt's denn sonst noch? Was gibt's sonst noch für Animes? Oh, da kommen die ganzen. Boah, habe ich Monster Rancher überhaupt aufgeschrieben auf der Liste? Ich glaube nicht. Ist aufgeschrieben? Ja, habe ich tatsächlich aufgeschrieben. das gibt's noch. Pokémon Digimon habe ich schon gesagt. Oh, Sailor Moon. Wer von euch kennt Sailor Moon? Das war ja der erste, also für mich, aus meiner Sicht, der erste richtige Anime, den ich jemals gesehen habe. Muss ja sagen, Heidi ist für mich kein Anime, sondern einfach nur Zeichentrick. Larendir behauptet was anderes, aber das ist mir egal. Für mich ist Heidi einfach nur Zeichentrick. Kein Anime. Und... Aber Sailor Moon, das war, oh, das war einfach toll. Das war, da war ich noch 6, 7 Jahre alt. Da bin ich noch im Kindergarten, glaube ich, gegangen oder gerade eingeschult worden. Irgendwie sowas. Und dann kam da plötzlich Sailor Moon. Boah, ich war so ein richtig großer Sailor Moon Fan. Ja, richtig. Aber mir hat es einfach gefallen mit, wie sie erstmal die ganzen Verbündeten sammeln, also Sailor Merkur, Mars und so weiter, wie sie sich alle zusammentreffen. Sailor Venus war ja am Anfang Sailor V, also Sailor V. Weil die irgendwie eine eigene Katze hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß, die schwarze hieß Luna. Die weiße weiß ich nicht mehr. Nein! Ich wollte was essen! Und da gab es auch richtig viele Spezialfolgen und so weiter gab's. Und... Ach, was weiß ich nicht alles. Habe mir alles angesehen. Ich habe auch einen Sailor Moon Manga, habe ich auch mal gelesen. Einen aber nur. Und wieder den Chibiusa kam, das war auch wieder lustig. Ich weiß immer noch, wie in einer Folge die Chibiusa mal... Weil das ist ja eigentlich die Tochter von der Bunny. Was mache ich hier für Blödsinn? Mist. Nein! Scheiß Creeper, wo bist du hergekommen? Fuck, fuck, fuck! Hör auf! Nein, nein, nein! Nein! Hat mich der Creeper... Ich bin doch wieder im Haus. Hat mich der Creeper einfach in die Luft gejagt, in die Lava reingejagt. Vielleicht hätte ich doch Feuerschutz nehmen sollen. Statt Schutz. Verdammt. Ich muss... Ich mach mal eben wieder friedlich.